kurz vor den Midterm-Wahlen hier in Pennsylvania ist die Stimmung angespannt, denn Pennsylvania gilt als Swing State. Das heißt, mal gewinnen die Demokraten, mal gewinnen die Republikaner. Und wer hier genau Gouverneur, Kongressabgeordneter oder Senator am Ende wird, das ist nicht so ganz klar. Da ist also noch viel offen. Und für die Kandidaten ist das natürlich ein sehr knappes Rennen. Und einen dieser Kandidaten treffen wir jetzt hier, und zwar ist das Lloyd Smucker von den Republikanern. Es war wirklich ein interessantes Interview. Es ging natürlich um die Frage, was die wahlentscheidenden Themen diesmal sind in den USA. Da sind die Republikaner der Ansicht, dass es vor allen Dingen um die wirtschaftlichen Probleme geht und um die hohe Inflation. Das ganze Interview mit Lloyd Smucker, das gibt's jetzt hier.